Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Chaos zusammen mit dem Early Bobo und dem Jan. Hallo. Hallo. Die übrigens immer noch einen Boss knuddeln. Knuddeln. Ja, das ist ein bisschen ätzlich. Also Mage war es ein bisschen schwerer, bis wir es auch verstanden hatten. Haben wir eine halbe Stunde gebraucht, um ihn zu legen. Wie fühlst du dich dabei, Early? Mage ist gut. B! Oh, der Boss macht mich richtig aggressiv, Alter. A, B, C, D, E, F, G. A, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W. X, Y, Z. Ne? Oh, ich habe ihn getroffen. War das ganze ABC. Das war das ganze Alphabet. Du bist so ein richtiges Alphabet. Ah, oh, bezieh mich. Okay. Ja! Ah, schön. Das macht mir Spaß. So, liege in deine Richtung. Nein! Doch! Wenn du, du musst halt, ne, das ist wie mit dem Gas. Nur, dass dieser scheiß Eisball mega langsam fliegt und wenn du den einmal angeballert hast, dann ist halt schon vorbei. Ja, nice. Und der ist halt super fast in Bewegung, der scheiß Boss. Den kann man nicht treffen. Der ist super scheiße. Diese scheiß Pyrobälle, ne? Jetzt spawn Eisball! Eisball. Getroffen. Hälfte hat er jetzt, Alter. Ach, mein Leben, Alter. Das ist zu hoch. Ah, Mann, ich hätte ihn so wunderschön gerade treffen können. Au. Bam, Alter. Voll in die Fresse. Komm, wir kriegen ihn noch kaputt, Alter. Dieser scheiß Sonnenboss, ne? Das ist ein Sonnenboss? Der steht da oben, Sun Spirit. Ja, ich habe ihn noch nie getroffen. Bei mir wird es nicht angezeigt. Was? Du hast keine Bossbar? Nein, weil man den ja nur Schaden mit den Eisblöcken macht. Das machst du die ganze Zeit. Ja, aber das stand mal vorher schon bei mir da. Also, für mich nicht. Oh, fuck. Das ist die Unterlassungserklärung, die er gegen dich hat. Oh. Was hat schon. Komm her jetzt! Oh! Kann doch nicht sein, Alter! Aber. Hey, oh, ich dachte gerade, das Ding geht durch ihn durch, ne? Ich wollte gerade ausrasten. Der rastet, der rostet. Gut. Jan, lass ihn davon nicht treffen. Oh, gut. Dann haben wir was Gutes gemacht. Hey, schon das zweite Mal heute. Wow, er zählt mit. Was für ein abgehobener Bastard. Ja. Nein, er ist nicht weiter in die Richtung, wo ich dachte. Warum krieg ich die ganze Zeit Schaden? Ich mach doch nichts. Da ist ein unsichtbarer Gegner. Aua, warum? Ja, hau auf die Flammen drauf. Auf die Flammen. Da sind doch Flammen, Alter! Ja, ne? Was ist denn los mit dir? Ja, auf dem Boden. Ja, hier, da fliegen Flammen durch die Gegend. Musst du draufhauen. Nein, ich sehe da keine. Hast du Effekte aus, oder was? Ja. Bin getötet. Ey, nein! Okay. Krieg so viel mit diesem Boss, Alter! Wie viel kriegst du denn? Komm her, Boss. Ja. Ich glaub das nicht, ne? Ich krieg einfach too much. Nein! Mann. Jan, warum denn? Ja, weil ich das erste Mal getroffen hab. Aua. Oh,
halt 5 Jahre, bis er einen neuen Eisball spawnt, ey. Oh, er ist bald down, Alter. Alter, der ist halt wirklich fucking nervig. Mal wieder neue Herzen bekommen. Ach, wir haben ihn bald, Jan. Wir haben ihn bald! Nice. Ja. Holt mich. Oh, Jan. Halt, ist er weg. Ja, übertreib doch. Nein! Nein! Kann doch nicht sein, Alter. Ich hasse mein fucking Leben gerade. Warum wird der jetzt auf einmal so schnell hier? Ihr seid zwei Bonobos. Oh, wir haben ihn gleich an. Kümmer dich, Rudi, um die Ads, Alter. Du bist gleich tot, ne? Ja. Das ist nicht gut. Nein. Bist schon wieder nicht getroffen, ey. Au. Nein! Mann, der ist halt zu schnell geworden! Nein! Wär's mit ja? Zweimal noch, Leon. Oh Gott, mir ist gerade was aufgefallen. Hast du was zu essen? Ja, hier. Da. Nick, lass es nicht verbrennen. Hast du es? Ja. Danke. Nein! Was, warum schreist du denn? Er trifft nicht. Ja, ist ein Loop. Also es ist jedes Mal, wenn er verfehlt, schreit er. Ja. Ach, Gottes Willen. Au! Ja! Warum stehst du denn da im Weg? Du hast mich damit abgeschossen. Ich wein gleich. Warum schießt du mich auch damit ab? Oh, einmal noch, nicht, zweimal noch. Zweimal noch. Er ist tot! Oh. Heilige Scheiße, Alter. Und wir haben den Sun-Altar bekommen. Oh, leck mich am Sykrali, Alter. War mir zu schwierig. Ich bräuchte mehr Essen, sagen wir so. Nee, er will immer noch nicht den Phoenix-Bau haben. Im Prinzip gibt es nur ein dickes Dungeon. Nur ich habe keine Ahnung, wo wir das finden sollen. Ich muss jetzt erstmal Essen holen gehen wieder. Gibt's irgendwie einen fetten Altar für. Ich würde sagen, wir sind einfach durch hier mit dem Ether, Alter. Der Ether bekommt von mir die Note. Das ist eine sehr gute Note. Wer steht denn? Ja, auf jeden Fall keine Note, wenn du mich mal fragst. LOL. Was ist das denn für ein Dungeon, Alter? Eins breiter als zuvor. Hier ist ein Dungeon gespawnt. Und in dem Dungeon ist ein dickes Nether-Portal. Sieht halt ziemlich nice aus. Ich hoffe ja gerade hier eine Kiste zu finden mit einem Mending-Buch drin. Das wäre halt ultra nice. Aber ich habe mich natürlich mal wieder wie immer zu früh gefreut. Schade.
Okay, warum ist das ungerade? Der ganze Dungeon von mir ungerade, unsymmetrisch gebaut. 1, 2, 3. Dann wollen wir nochmal so einen Boss machen. Ich gehe gerade erstmal Essen holen, weil ich nichts mehr hab. Mach so einen Boss nicht nochmal, kennt mir auch schlecht. Was? Mach so einen Boss nicht nochmal. Ach so, ein Boss? Oh ja, nee. Das wäre. Aber war doch eine Menge Spaß. Naja, richtig toll war das. Krass, ja. Finde ich Spaß. Nächstes Mal musst du bloß besser treffen. Oh, ich flieg schon wieder. Oh, nee. Aber was ist mit denen hier? Was machen die? Nicht. Hier können wir die abbauen? Okay, scheißegal, womit. Bauen wir das doch mal ab, weil das finde ich ziemlich nice. Könnte Katze, glaube ich, irgendwie extrem gut gebrauchen. Katze, ich habe was für dich. Du hast was für mich. Ist das Redstone? Nein. Ich mag Redstone. Hey. Bring ich mit und das können wir, glaube ich, ziemlich gut gebrauchen. Mal sehen, ob Early weiß, was uns im Haushalt fehlt, ne? Das ist mein Zimmer. Oh, das kann Katzen sogar extrem gut gebrauchen, fällt mir gerade auf. Könnte man irgendwas ultra geiles machen. Für die Mob-Farm wäre das ultra geil. Da oben hängt was fest. Es geht auf jeden Fall mal in die richtige, falsche Richtung. Ja, whatever. Gehen wir zurück nach Hause. Ich hab schon zu voll. Würde ich auch sagen. Was ist das hier? Achso, ein Dungeon. Oh, ein Hardjar. Das nehmen wir doch auf jeden Fall mal mit. Ist ja noch super nice, dass wir hier keine Fackeln platzieren können in dieser scheiß Dunkelheit. Sind diese Chance Cube nicht sowas ähnliches wie Lucky Blocks? Nein, die sind dümmer. Und das soll einiges heißen. Da kann ziemlich scheiße rauskommen. Es kann passieren, dass da irgendwie Wither spawnen, es kann passieren, dass ein Enderdrache spawnt, es kann passieren, dass eine riesengroße Struktur spawnt. Kriegt ja noch Spaß. Nee, ja. Du kannst halt. Der spaßigste Event bei den Chance Cubes ist der, wo in einem Radius von 64 Chunks alle Chunks auf R gesetzt werden. Bedeutet wie ein riesiger World Edit Befehl, der alles in deiner Umgebung in Luft verwandelt und deine Sachen kaputt macht. Oh. Ja, das Ding heißt cool. Richtig cool, finde ich. Ja. Kann mir mal jemand diese Inkonstante erklären, bitte? Wieso blasen die hier unten 5 weit und die hier oben 4 weit? Oh Leute, ich spreng euch gleich alle. Okay. Ich spiele mir auf jeden Fall super gerne mit. Die Kiste nehmen wir noch mit und verpassen die nächste Folge. So, dann sind wir aber auch schon am Ende der Folge angekommen. Ja, Leute. Meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren. Das bedeutet, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, schaut bei den anderen vorbei. Wir sehen uns dann. Macht's gut und bis dahin erstmal ciao. Haut rein, Leute. Bis dann. Tschüss.